Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der Vault 88, die wir anfangen ein bisschen umzudesignen. Und der Edda gefällt es auch gut. Die sucht sich gerade ihren Parkplatz. Die Reifen schauen irgendwie aus, als wenn sie total schmutzig wären, ne? Aber die Edda schaut sowieso recht schmutzig aus. Oh, nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber, ja, gut. Wir bauen weiter. Ich habe mir erlaubt, haufenweise Gummizeugs etc. herzuschaffen. Also Material, das wir hier zum Bauen brauchen tun. Und ich hoffe wirklich sehr... Was haben wir da hinten? Das ist ein neues Ding. Also Raider. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt recht gut vorankommen und weiterbauen dürfen. So. Hier haben wir uns ja letztes Mal gedacht, dass ich den Boden rausreiße, zum einen... Und eine Wand drauf hau. Warte, vielleicht nicht unbedingt gleich so brutal. Wohl doch, ich mach's so brutal. So. Ja. Jo. Da hauen wir. Warte. Da kommt zum einen, damit es auch gleich schön ist, hier so. Und. Na los. Da. So. Genau so habe ich mir das gedacht. ja, jetzt ist das mal schön hier. Ne? Findest auch schön. Und da oben droben machen wir einen Boden. Einen Boden. einen Boden, wenn es klappen sollte. Ich hoffe doch sehr. Ich musste das nur wieder anfinden. War das das hier? Ich glaube nicht, ne? Was bist du? Hängender Boden. Hängender Boden, Ecke. Decke mit Boden. Das da? Oder nur das? Nü. Hätte ich vielleicht wieder anders machen sollen. Den Boden vielleicht lassen und dafür was anderes wählen. Halt, dafür da unten wird es gehen, okay. Der Boden will auch... Aha, der geht da drüben. Mhm. Gut, das machen wir gleich. Jo, okay. Jo. Gut, der klappt. Gott sei Dank. Ich hatte schon Sorge. Passt. Das ist gut. Ah, na, noch nicht fertig. Entschuldigung. So, da ist auch noch. Katschang. 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 Da kann man gleich durchziehen, wenn es noch geht, noch einmal. So. Katschang. Da können wir eigentlich auch machen. Katschang, katschang, katschang. da können wir gleich ganz durch rauf. Katschang. Das kann den Schlafenden hier schon mal kein Staub mehr von oben da ärgern und quälen. Nein, das geht nicht. Na nü? Würdest du? Hm? Na nü? Du darfst hier ruhig klipseln. Grün war das Zeug schon mal. Hallo? Oh oh. Ha? Ah, hier geht er. Und da will er nicht, oder was? Du Schurke. Hä? Warum nicht? Gar nicht? Überhaupt nicht? Gar kein Bock auf das? Hallo? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ah, achso, du. Entschuldigung. So, hallo? Warum will der nicht? Das ist nicht gut. Warum will der da nicht? Warte mal, vielleicht können wir es hier mit einer Tür verbinden. Nö. Hm. Wohl? Doch? Nein? Vielleicht? Ah, ja. Ach so. Und so herum? Andersrum? So geht's nicht. So herum. Aha, das geht nur so. So? Oder so. Aber so herum geht's gar nicht. Aha. Ist das normal? Ich probiere mal was. Geht's jetzt? Nö. Aha. T.
Das ist ja mal interessant. Ach so, weil ich doof bin. Ich weiß schon, glaube ich. Warte. Jetzt vielleicht? Ah, ich glaube jetzt... Ah, ja. Jetzt geht er. Muah. Sehr gut. Weil da oben ist ja Terrasse, ne? Da oben habe ich ja... Entschuldigung. Vor, eine Terrasse zu machen, ne? Damit man hier quasi durchgehen, also hier rein, da durch, darüber und dann, ja, hat man es geschafft. So. Ja, genau. Also hier Terrasse alles, ne? Hier noch eine Wand und dann hier in den oberen Schlafbereich, ne? Weil so wie die Kabinen hier unten kommen werden, gibt es sie auch da oben. So. Jawohl. So ist einmal der Plan. So. Der Plan. Dann wäre vielleicht gar nicht mal so unklug. Entschuldigung. Hier schon mal vielleicht so eine Wand, wenn es geht. Ist das eigentlich Wand oben? Ja? Eigentlich schon. Gibt es sowas auch ums Eck herum? Nur in dieser Form, ne? Eingang unten. Hm. Warte mal kurz. Ja, den tue ich mal weg. Und zwar Boden. Jetzt müsste auch theoretisch der Boden hier... Ja, genau. Der Boden klappt schon mal. Was darüber? Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, da wollte ich es ganz offen lassen. Warte mal kurz. Mach da jetzt keinen Wirbel, du Kerl. So. Und zwar das hier. Da oben drauf. Bäh. Wollte ich eigentlich so haben. Da so angeklipselt. Was nicht gehen tut. Ich muss mal raufgehen. Hui. Und zwar darüber rauf. Servus. So. Dab, dab, dab. Licht ja auch. Achso, ich habe kein Licht, oder? Entschuldigung. Nein. Licht habe ich schon, nur in dem Modus nicht, glaube ich. So, genau. So, ich verlaufe mich in meiner eigenen World. Das ist auch nicht schlecht. Das kann nicht jeder. So, was haben wir da für ein Problem? Kerl. Das passt dir überhaupt nicht. Was habe ich denn da zusammengebaut? Frag nicht. Frag nicht. Ich frage es mich gerade selbst. Und komme nicht dahinter, warum ich das so komisch gebaut habe. So, warte mal. Wo ist denn das? Das hier, ne? Das gehört eigentlich hier. Wenn schon. Grün wird's schon mal. Und das war's auch schon. Mehr ist grün wird's nicht. Hm. Warte mal. Geht das hier? Gibt es hier... Hm. Na, sowas gibt es gar nicht. Mhm. Muss ich leider so bauen. Aber vielleicht geht es von da unten aus. Schau, geht echt. Ha. Ha, 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 ha. Und da brauche ich die Decken auch? Kann mir echt nicht vorstellen. Decke und Boden. Ja, wird schon so sein? So. Wäre das schon so sein? Dann müsste normalerweise du. Müsstest dann da auch noch her. Ne? Irgendwie. Oder? Oder? Jetzt baue ich da wieder wo rum, wo ich nichts mehr zum Suchen habe eigentlich. Was schon erledigt sein sollte. Hm. Das ist
echt komisch. Ich fürchte, da werde ich noch Probleme kriegen. Ich lasse es mal kurzfristig so. Ich glaube, da werde ich noch Ärger kriegen mit dem, mit dem Teil hier, sag ich mal. So, klappt das jetzt eventuell schon mit dem Dingens hier? Mit der Tür. Und zwar, wo bist du? Nanu, wo ist denn jetzt? Dab, 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 dab. Tür. Hä? Wo ist denn die jetzt? Da, ne? Ja. Ja, klipseln tut er schon mal. Ah, diese Betten. Alter, ich muss die jetzt dann echt mal schnell wohin stellen. So. Ja. Aber will nicht anklipseln, ne? Die Wand hier wahrscheinlich. Die könnte schuld sein. Und? Jetzt besser? Na. No. Nix besser. Grün ist sie zwar. Naja, das muss ich mir dann später. Das muss ich dann später machen. Irgendwie ist das gerade komisch. So, die Bettchen. Der erste kommt da mal weg. Da haben wir einen schönen Stuhl. Der kommt auch mal weg. Dann hier die Bettchen. Die kommen auch mal weg. So. Der kommt auch mal weg. So, jetzt passt er. So, dafür kommt der Boden weg. Ja, Edda, hallo. So, yep. Und hier wird gebaut. So. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Und zwar brauche ich das hier, ne? Dieses Teil. Wo bin ich denn? Draußen. Toll. So. Dieses Teil hier. So. Lala. Also. Ist es richtig? Ich hoffe. Einmal. Oh, schaut nicht schlecht aus. Und das Geschichtel mit der Tür hier. So. So, na? Komm, Klipsel? Na, wahrscheinlich deshalb. Warte mal kurz. So. So. Ah, das Bett. Ich sehe schon. Das Bettchen war's. Das Bettchen war's. So. Jetzt müsste es klappen. Mit Klappe zu. Oder? Boah, Alter. Na, wird grün, bitte. Ja, es war. Es war gerade. Ja. Dank. Hingehauen. Wunderbar. Schaut da komisch aus. Das liegt daran, dass wir noch eine hübsche Wand brauchen. Und zwar die da. Da. Hier auch noch was. Na, aber eine Tür, glaube ich, ne? Die aber hier ist, ne? Klipp, klipp. Was? Hä? Na. So. Tür. So. Achso, das war nicht so schlau. Nicht so schlau. Nee, das war nicht schlau. Da. Passt. So, das Bettchen. Würde ich sagen, kommt wieder hierher. So. Na, irgendwie hübsch wird das war noch was heute. Da. No, no, so vielleicht. So, leicht schief. Schief. No, geht eigentlich. Dann brauche ich Strom. So, das machen wir auch noch fix. Strom, ja, da rein, bitte. Mhm. So, und zwar war das der da. Ne? Ja. So, zack, da gibt es mal Strom. Passt. Kabine 2 ist schon fertig. Also unter Anführungszeichen fertig. Mal das Nötigste eingerichtet. So. Theoretisch könnten, wenn wir Platzmangel haben, auch zwei Leute hier pennen. Das werden wir dann sehen. So. Fürs ja, ich denke, das wird schon so sein. Zumindest mache ich es mal fürs Erste. Dass hier zwei Leute schlafen, also sich hier zu Bette begeben dürfen. Vielleicht dabei auch drei, ich weiß es noch nicht. Weil. Wegen Bauen und so, wir brauchen Platz. Also ich brauche Platz. Viel. Viel Platz. So. Wenn wir den jetzt so herlegen, dass die mit den Füßen zueinander liegen. Vielleicht. So. So. Tada.
zwei Bettchen. So, dann haben wir da noch eins. So, das können wir dann von mir aus hier reinstellen. So, zuerst mal so ein bisschen. Dann so. Ruck. Und so. So. Hm? Die steht ja am Boden, oder? Ich hoffe mal. So. Naja. So vielleicht. Bisschen schief wahrscheinlich, aber ist, glaube ich, verschmerzbar. Ich denke auch, dass ich momentan eventuell ausnahmsweise auch ein drittes Bettchen reinstellen werde. Einfach hier so. Einfach mal so. Nur derweil, dass die Betten uns da nicht weiter im Weg stehen. Schweben tut er nicht, ne? Passt. Da. Ein viertes geht sie wahrscheinlich nicht gut aus, weil dann können die nicht mehr richtig gehen. So, also drei Betten müssen mal fürs Erste reichen, hier so. Jo, ist glaube ich eh okay, hoffe ich mal. So, lala. So, lilala. So. Dann den Christbaum. Katsching. Den stelle ich mal hierher. So, so im Eck rein. So. Licht. Wir brauchen hier Licht nämlich auch noch. Da ist finster. Da ist richtig, richtig finster. Und hier noch schöne Wände. Wäre dann auch nicht schlecht. Da, da. Zumindest hier mal den Gang lang. Ja, viel zu tun wir haben. So. Da können wir aber eigentlich, da kann ich das Bettchen schon wieder mal her tun. So, das mit drei Bettchen momentan ist echt keine blöde Idee. So. Das tun wir vielleicht auch da drüben hin. Für ein bisschen Licht. In das Eck derweil. Wow. Na, das wird, da leuchtet's. Wow. Schaut schön weihnachtlich aus, oder? Ist doch schön. Na, weg damit. So, weg damit. Ich sehe schon, die Betten sind was? Richtig, im Weg. Wie immer. So, kein Wunder, so wie ich das hinstelle. Ja, so. Gut, und bauen. So, raus hier, rein da. Na, zu weit. Ja. Hier. Wir brauchen wieder die Ecke. Die Wand mit der Ecke. Nicht den Joghurt mit der Ecke, sondern die Wand mit der Ecke. Den Joghurt mit der Ecke gibt es später als Belohnung. Wenn wir das einigermaßen gut hingeferkelt haben. So, bitte klipseln. Oh, geht schon wieder nicht. Warum? Ach so, die Wand. Hier, ne? Die gehört ja wieder dahin. Geht das? Ja. Puh, jetzt hatte ich schon Sorge, dass es nicht klappt. So. Jetzt hoffe ich, dass das funktionieren tut. Das klappt nicht. Warum? Warum willst du nicht, du Kerl? Du hast doch hier eigentlich genügend Platz. Hier vielleicht? Hm, vielleicht sollte ich die Sachen... erstmal ein Stück weggeben. So. So. Und den vielleicht auch noch. Das habe ich wahrscheinlich etwas zu früh gebaut. Aber nur wahrscheinlich und etwas. So, jetzt vielleicht, bitte. Ja, da in dem Eck will er zumindest schon mal. Jetzt komm. Da will er echt nicht. Warum? Das ist merkwürdig. Warum will der Kerl nicht? So schon und so nett? Warum? Du bist doch das richtige Eck. Das müsste doch so auch gehen. Gut, dann fangen wir mit der Tür an. Und zwar hier. Die Tür. So. Geht die? Auch nicht.
Das ist jetzt schon fast interessant. Vielleicht ist es jetzt besser. Ich meine, da drüben. Die Tür müsste eigentlich. Das ist jetzt komisch. Fertig, Eingang. Das sollte schon hinhauen. So geht's. So geht's auch. Nur so nicht. Vielleicht sollte ich hier schöne Wände anbringen. Oder das einzeln probieren. Nimmt das wieder. Einzeln nimmt das wieder. Echt jetzt? Warum? Und da oben? Lol, einzeln nimmt das. Das ist wieder komisch. Mit Boden. Ich borg mir hier mal einen aus. Ja. Haut hin. Ja, warum nicht? Haben die eine Decke auch, ne? Jetzt hat der aber keine Decke, ne? Das ist nur so. Müsste ich noch separat die Decke anbringen. Die war jetzt da drüben, ne? Warte kurz. Da hier, ne? Klappt das? Nö. Ja, das ist, das sind wieder so Momente, die kann dir keiner erklären, denke ich mal. So. Warte, Probe. Geht jetzt bitte das Eck, das da, na, das da. Hier, hier. Ja, warte, langsam. Das klappt schon mal. Okay. Hier auch. Und hier auf einmal auch. Okay. Wenn ich das jetzt wieder wegreiße. Ja. 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 Geht jetzt die fertige Tür? Keine Chance. Was ist denn das? Jawohl, schau, 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 langsam. Mal komm, ey, jetzt. Und klappt. Das muss mir mal einer erklären. Keine Ahnung. Naja, Hauptsache es geht. Dann kommt hier wieder vereinzelt eine hübsche Wand hin. Zwar die da. Wenn sie denn möchte. Hallo? Oder sie möchte vielleicht doch lieber nicht. Da drin wird's gehen, ne? Oder was? Aber hier draußen? Na. So. Geht's auch. Und hier drinnen? Geht's gar nicht, oder wie? Mysteriös ist das schon ein bisschen, oder? Hallo? Naja.
Dann würde ich sagen, hauen wir halt noch eine Tür rein, ne? Jo. Na, nicht nehmen. So, passt. Wieder mal ausschalten. Tür öffnen, bitte. Wieder aktivieren. Das ist gut. Und die Bettchen wieder reinstellen. So, mal kurz dahin. So. Manche Sachen sind einfach nicht zu erklären. So. Halt. So. Na komm. So, circa in etwa. So, circa in etwa. So, circa in etwa. Wird das passen? Lala. Da, 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 da. So. Mhm. Ja, ich denke so. Und Bettchen Nummer 3. Ja, das schaut ja mal schon schlecht aus. Mittlerweile. Wie viele Leute haben wir? 17 Leute. Bist du gescheit. Jetzt denkst du, wir haben mit wie viel? Mit 3 haben wir angefangen. Warte, so. Ist ja krass. So. Strom war noch, ne? Der Strom, lala. Der Strom, der muss da, lala. Rararampam. Was ist das eigentlich? Eine Druckplatte. Aha, Druckplatte. So. Na, komm. Ja, genau. So. Für Licht dann später. Strom. Strom ist gut. Ah, das ist echt sonderbar. Warum das nicht so klappt. Wo ist jetzt die Wand? Wo ist denn die Wand? Hier ist die Wand. Hier ist die Maus. Warte, stopp. Anklipseln will er die ganze Zeit, ne? Der Schlingel. Du Schlingel. Naja, die Schönheitsfehler bessern wir halt später aus. Schlage ich jetzt mal vor. Hm, was sollst du machen? So, das Ding stellen wir mal so hin. Gut. Servus. Die lieben Bettchen. Nein, sind nicht im Weg. Nein. Alles gut. So. Da noch eines. Wenn wir da jetzt noch eines herbauen, komme ich schon dahin, ne? Das will ich. Das wollte ich ja eigentlich nie. Dann haben wir hier aber trotzdem eigentlich einen recht großen Raum. Naja, ist ja wurscht. Wegen einen wird es vielleicht, aber nur vielleicht, verkraftbar sein. Na nü. Die Wand habe ich auch komplett rausgerissen für nichts und wieder nichts. Hoffentlich kriege ich das wieder hin. Schaut schon eher aus wie so in einem überfüllten Krankenhaus. Der kann eigentlich auch derweil weg. So. So. Und so. Und du vielleicht noch dahin. So. Halt, stopp. So. Na, so. Irgendwie. Ja, genau. So. So. Nächstes. Und? Arbeitest du mit? Ach Gott. Warte, er klipselt mal so an. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Vielleicht geht sie irgendwie. Über 5 Hausecken. Ja. Das schaut schon nicht so schlecht aus. So. Ja. Das könnte was werden. So. So müsste es eigentlich... Ja, ich bin entzückt. Das muss ich schon sagen. Und hier? Ja.
Ich sehe gar nichts. Na komm. Warte. Passt das so? Nein. Nicht so ganz. Bitte funktioniere. Bitte, bitte, bitte. Ja. Voilà. Prima. Super. Und genau da will ich das andere Düdel haben. Das passt. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. So, Bettchen. Das Bettelein, das Bettelein. La 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 la. Hier stehst du fein, du Bettelein. Dam daram daram. Aber für ein, also pro Person ein Quartier geht sich hier, glaube ich, nie im Leben aus. Also da muss ich wirklich maximal, also minimal, sage ich mal, zwei Leute zusammen in ein Zimmerchen stopfen. Ich hoffe, ich kann ja auch irgendwas für die Belüftung tun. Sonst werden die in der Nacht ersticken. Ah, das ist ganz lustig. Entschuldigung. Ja. So. Lala. So. So. Und dann noch der gute Strom, ne? Dass ich nicht vergesse, die Vorrichtung und so mal für Strom und das. Wer weiß, ob ich es brauchen tue, aber was wir haben, haben wir. So. So. Sehr gut. Katsching. Wir kriegen sicher bald wieder ein Level up. Nur fürs Bauen. Jawohl. So. Hier sind wir jetzt eigentlich einmal fürs Erste fertig, ne? Das sehe ich doch einigermaßen richtig. So. Das bedeutet, hier muss ich zumachen. Hier die Wand. Nanu, was schubst denn du mich weg? Hast du überhaupt... Du hast ja gar keine Manieren? Du Kerl. So. Geh mal voll angekackt, ne? Auf die Seite. Einfach mal voll zusammengeschimpft. Jawohl. So. ja. Das bin ich. Bin immer höflich. So. Wir brauchen Wände. Ich dachte mir, wieder so offenes Wohnen, so wie wir es da haben. Auch hier gegenüber vielleicht, wenn es denn klappen sollte. Was ich mir sehr wünschen würde. Ja, das klappt schon mal so. Nur mal provisorisch. Den daher gebaut, damit hier das gut gehen tut. Ah, warte. Du, dich brauche ich später. Komm mal kurz hier hin. Ich brauche noch zuerst die Ecke. Zwei Ecken brauche ich noch. Den Joghurt mit der Ecke. So. Die eine Ecke. Ah, warte. Na, ich habe den falschen jetzt versetzt. Super. Ganz supi. Fein, hast du das gemacht, Zocki. Fein. Ja, ich weiß. Warte, gibt's da nicht noch? So, warte. Gibt es denn nicht eine Ecke, wo das Zwischending fehlt? Nicht wirklich, ne? Doch, streng gesehen schon. Ich muss es mir halt selbst zusammenbauen. Und zwar gibt es da mal so ein Eck. Genau, dieses Eck. Das habe ich gemeint. Warte, 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 warte. So. Genau. Und hier drauf eigentlich nochmal eins. Das ist aber, glaube ich... Warte, warte, warte. Das hier, glaube ich. Yo. Yo, Bro. Genau so. Dasselbe in grün. Na, fast dasselbe in grün. Kommt dann hier. Aber nur so mit der Ecke. Genau. Und unten gibt es sowas auch mit Boden. Wo ist denn das? Das hier. So. Ja, langsam. So. Genau. Das hätten wir schon mal. So, da haben wir wieder den großen Raum. Das passt. Du Kerl, kommst jetzt bitte dahin. Aha, die Betten sind im Weg. Ist so klar. Das ist so klar, ey. Die Betten im Weg, ja. Mann, ne. Die werde ich mal nur so zum Spaß...
Naja, zum Spaß nicht. Dass sie mit dem Weg sind, einmal darüber stellen. So. Einfach mal so, Füße an Füße, dass nicht irgendjemand an Stinkefüßen da ersticken muss. Ja. Ojo. 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 Das schaut, schaut nicht so schlecht aus. Was? Du kommst aber weg, weil da möchte ich gerne eine andere Wand haben. Und zwar die überdachte. Wo ist sie denn? Da, da. Die da. Die da hätte ich... Nein, nicht die Ecke. Nicht die Ecke, die da. Jawohl. Und hier noch, auch noch. Ei, wie schön, das passt. Och, wie toll, das passt. Mei, ist das toll. Mhm. Zocki ist zufrieden. Gut, dann brauchen wir hier noch einen Boden. Einen Boden. Einen Boden. So. Passt. Das schaut ja schon mal, das schaut ja gar nicht mal so übel aus. So. Hier noch ums Eck. Da will ich schöner machen. Na, komm. Jawohl. Und dann gibt es hier noch so einen Eckboden, ne? Da könnte ich den... Wo tun wir den jetzt hin? Halt, nein. Ich tue ihn dabei wieder. Warte, stopp. Ich tue ihn ins Inventar. Ja. Da gibt es nämlich so einen schönen Boden mit Ecke. Der da. Wenn er passend tut. Dann hätte ich da gern gehabt. Dann halt nicht. Dann machen wir es eben halt selber. Jawohl. So. Dann machen wir es... Na, so. Genau. Dann machen wir es halt selber. Ist auch wurscht. Wir können es eh. Und zwar hiermit. Warum klappt denn das jetzt nicht, Herrschaftszeiten? Wie schauen wir... Hä? Aha, Säule. Wie schauen wir aus mit dem da? Wenn der da stehen wird. Mit hat er Dach? Der hat Dach, ne? Mal angenommen. Mal so. Nur mal angenommen, wir nehmen den hier. Warum will denn der Kerl nicht? Würde das einzeln nehmen? Das wird mal gehen. Okay. Ah, ich denke mal wegen dem Fenster hier, ne? Warte, ich stelle es mal kurz auf die Seite. Vielleicht klappt es ja jetzt. Es würde mich sehr freuen. Das bist du, ne? Bitte? Ja, ich glaube, es geht. Oh, warte. Langsam. Langsam. Oh. Na komm. Du Kasperl wird grün. Jawohl. Und jetzt das Fenster wieder dran machen, ne? Oder klappt das jetzt nicht? Aus verschiedenen Gründen. Da oben ja und da unten nein. Warum da unten nicht? Das sind so Sachen, die kann dir keiner erklären, ne? Warum das so ist. Das geht echt nur mit dem. Nein. Das kann dir keiner erklären, oder? Haben wir noch eine schöne Wand? Irgendwie. Eine schöne Wand, eine schöne Wand. Da ist eine schöne Wand. Warte, schöne Wand. So. Das ist echt komisch. Wo ist es das Einzelne?
Ne. Das kann dir niemand erklären. Dieses Fenster ist echt mysteriös. Muss man echt sagen. Wieso haut denn das nicht hin? Dafür gibt's doch keine logische Erklärung, oder? Das haut nur hin, wenn das Fenster nicht da ist. Das ist ja Blödsinn. Aha, warte. Ahahaha. Ja, jetzt haut's hin. Puh, okay, die Linie ist falsch, ne? Eine schöne Linie kriege ich so nicht zusammen. Oh, schade. Wurscht, auf das, ich, seid's mir nicht böse. Auf das schauen wir mal getrost hinweg. Einfach nur so, weil wir es können. Ja, ganz genau. So, jetzt müsst ihr hier. Ist das das Richtige? Jaha. Supi. Jo. Und hier können wir es theoretisch, wenn ich die jetzt wegschmeiß. Jo. Warte, die Betten. Genau, richtig. Die tun wir wieder nur momentan wieder hier hin. So, einmal. Und zweimal. So, genau. Ungefähr. Ich weiß, es ist schief, nur mal so momentan. Der Boden ist hässlich, ne? Ich will einen schönen Boden haben. Einheitlich, schön und toll. So. Ah, schon sehr viel besser. Der Boden ist auch hässlich. Huch. Oh, jetzt könnte natürlich die Powerrüstung da im. Im Weg sein. Ah, klappt schon. So, geht es wieder hin? Da, so? Nicht? Dann lassen wir es da mal hier stehen. Ja, gehen wir aus dem Weg, genau. So. Jetzt stelle ich sie mal hier hin, nur kurz. So. Hui. Gut. Theoretisch könnte ich gleich so ein Eck... Warte. Das haben wir auch weg. 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 Dann lasse ich mal. So. Und zwar. Ja, ich weiß. Es ist nicht spannend heute. Aber das ist beim Bauen. Musst halt auf viele Dinge denken und achten und. Ja. Na, nicht so. Du. Ach, komm jetzt. Das ärgert mich mit Absicht. Ja. So. Hä? Wieso bist du so schief? So. Jetzt. Ja. Meine Lieben, das schaut schon noch was aus. Mua. Da freut sich die Zocki. Ja, das tue ich. So. Eine Wand. So. Hierher. Bitte. Da geht's auch. Nein, nicht da drüben. Naja, okay. Vielleicht zuerst hier, damit es hier geht. Warte mal kurz. Vielleicht muss ich hier auch sowas machen. Wie mit dem hier. So. Das wird aber sicher nicht grün, ne? Schon allein wegen dem Dings da nicht. Ja. Aha. Jetzt da. Okay. Wow, ich habe die Tür hier vergessen. Upsi. Entschuldigung. Was? Ups, voll die Tür vergessen. Fällt mir auch gerade jetzt wieder ein. Wo ich mir gerade die Frage stelle, warum ich da nicht rein kann. Die Tür. Ah, das war die obere. Warte. Da gibt es eine untere Tür auch noch. Irgendwo. Dachte ich halt. Da, ne? Ja. So. Und für oben. Ups, Entschuldigung. Für oben gibt's das. Jawohl. Upsi. Upsi. So, und da hätten wir eine schöne Wand irgendwo. Hier. Wenn es klappt. Ja. Yeah. Und da eine Tür.
glaube ich. So. Ah, nicht Tür. So ein Rahmen gibt es da auch, ne? Warte. Edda. So. Na. So, mach mal so. Tür und so, ne? Also das. Klapselt das an. Irgendwie macht es klick, klick. Na, das schaut nichts gleich. Aber wo kriegt man denn das mit der komischen Tür hier? Hm. 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 Klipsel, Klipsel. Oben wird es gehen, aber unten geht es nicht, oder was? Aha. Aha. Warte. Warum nicht? 5, 5, 5, sage ich da nur. So, da wird jetzt, das nimmt er. Okay. Brav. Und die einzelne Wand, die will er da überhaupt nicht sehen, oder was? Hier so. Das, da oben ja. Da unten. Nie im Leben, oder was? Das ist, wenn ich die Wand rausreiß. Wieder trotzdem da drüben anklipseln zuerst, ne? Da werde ich keine Meter haben, denke ich mal. Oder? Oder? Aha. Okay. Aber es wird nicht schön, ne? So schon, aber hier nicht. Innen nimmt das, aber außen nicht, ne? Ist auch merkwürdig, oder? Das war jetzt das mit... Na, was mache ich denn? Ah. So. Das ist echt... Ah. Das ist echt ein bisschen komisch. Ah, warte mal. So leicht gibt sich die Zocki nicht geschlagen. Sicher nicht. Warte, du kommst mal in das Eck darüber. Die Powerrüstung ist mir hier echt ein bisschen im Weg. Aber nur ein bisschen. Warte mal. Was wäre, wenn? Wenn ich jetzt das hier hierher gebe. Hinten nimmt es an, aber vorne nicht. Wegen der Powerrüstung. Mhm. Okay. Ich muss mal kurz einsteigen. Ich muss die wegstellen. Ach ja. So, zack, zack. Bip, 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 bip. Genau. Ich hoffe, Sie haben noch Fusionskerne übrig. Ja, boah, sind schon noch. Ein bisschen schon noch. Halt, falsche Taste. Oh, der Part ist zu Ende. Ach du liebe Zeit. Oh, mit wahnsinnig viel Überlänge. Ich mach mal hier schnell Schluss. Ihr Lieben, es tut mir leid, schon wieder mal die Zeit übersehen. Upsi. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!